Hallo Rostock, willkommen zum neuen Rostocker Frühstück. Euch allen erstmal eine tolle neue Woche. Die letzten 3 Wochen Wahlkampf beginnen, das heißt, wir kommen in die heiße Phase. Am Anfang des Rostocker Frühstücks zur 4. Abstimmung mal zum Zwischenstand. Es war die Frage, fühlst du dich vom Klimawandel bedroht? Und hier haben wir einen Zwischenstand von 60% der Menschen sagen nein, 30% der Menschen sagen ja. Also die Menschen nehmen das Bild anders wahr, als wir es aus den Medien her kennen. Und die Frage steht, ja, warum ist das so, wo liegen die Ursachen? Aber wahrscheinlich auch, wie ist der Ausweg aus einer solchen Situation? Die Medien sagen das so, die Menschen nehmen es so wahr. Wahrscheinlich hilft hier eine ideologiefreie Debatte, also eine Diskussion aller Menschen genau zu diesem Thema. Das möchten wir anregen und ich werde das als Oberbürgermeister dann gerne so mitnehmen. Zurückkommen möchte ich gerne nochmal auf einen Artikel aus der Zeitung vom Wochenende. Schandfleck, Sportplatz Teutenwinkel. Hier zu spielen ist gefährlich, weil das den Alltag ganz vieler Menschen, Familien und Kinder betrifft. Das heißt, hier geht es um den Sportplatz in Teutenwinkel. Und aus dem Artikel, der sehr lesenswert ist, ist zu entnehmen, dass das Problem schon längere Zeit besteht. Und dass auch der Ortsbeirat sich darum kümmert, aber hier sinngemäß drin steht, naja, wenn es nicht weitergeht, werden wir mal einen Antrag stellen. Also wer mein Wahlprogramm kennt, weiß, dass es muss unbedingt und sofort auf den Weg gebracht werden. Auch deshalb, weil von dieser Sportstätte direkt 2 Schulen betroffen sind. Und das meine ich halt, das ist die entscheidende Frage für Rostock. Also ist es jetzt wirklich wichtig, Millionen für die neuen Großprojekte auszugeben, was in normalen Zeiten sicherlich richtig wäre? Oder ist es nicht Schwerpunkt für das nächste Jahr, für die nächsten 2 Jahre, das, was vorhanden ist, in Schuss zu bringen, in Ordnung zu bringen, damit die Menschen in ihrem Lebensalltag, also das, was sie täglich benutzen, wo sie täglich wohnen, ein intaktes Umfeld vorfinden? Das ist meine Position, dazu stehe ich. Wer an unseren Abstimmungen weiter teilnehmen möchte, also an den alten oder an den neuen, bitte geht auf www.du-bist-rostock.de. Und ihr wisst ja, mit mir entscheidet ihr. 13.11. Jens Kaufmann.